Rolf Fuß und Frank Buschmann sagen hallo und herzlich komm, willkommen nicht zum Wunderpark. Deutschen Klassiker Borussia Dortmund gegen Bayern München. Ja, das ist im Moment schon das größte im deutschen Fußball. Ich habe OP gelesen, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. So. Ich habe OP gelesen, deswegen. Nein. Jetzt schießt den doch einfach mal da rein. So tritt der BVB heute also an. Ja, er tritt einfach den Gegner in den Arsch und dann haben sie alle Arschweh und können nicht mehr spielen. Ne? Ich hab's gehört, so funktioniert das. Das war stark gemacht. Der war wichtig. Das wäre. Da steht auch noch Opel auf dem Trikot. Ecke kommt von Kimmich. Mann, Müller schießt doch. Dieser Spruch: bei so einem Spielstand kannst du so einen Torwart recht gut gebrauchen. Den bringt er einfach immer, ne? Ja. Den bringt er auch, wenn ich irgendwie 11-0 führe und gerade meine Chance verpasst habe. Neuer Held war noch im Spiel. Neuer hat euch gehalten, Neuer hat einfach weggeschoben. Ja. Jetzt hat er den Ball. Ich meine, wenn jetzt irgendwie 11-0 steht, dann kann ich den Spruch ja verstehen, aber bei 0-0 ergibt der Spruch halt gar keinen Sinn. Auf dem Papier zumindest sind die Teams sehr ausgeglichen. Das gehört prickelnd. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Ballverlust Bayern München. Es gehört, es eine besondere Rivalität, wenn wir beide aufeinandertreffen. Was denkt sich der Torhüter dabei? So macht man das, ne? Wie gefällt der lilane Spieler? Den habe ich gerade gefunden. Ich weiß nicht, was seine Funktion ist, aber ich habe ihn gerade gefunden. Kennst du diesen lilanen Spieler? Ja, Roman Bürki. Ja, und was spielt er? Ich habe den gerade einmal mal mit dem Torwart rausgelaufen. Ich weiß gar nicht, was der spielt. Ach so, der ist Torwart. Ach, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Ups, der ist einfach. Ich dachte, der steht da einfach nur zur Deko im Tor. Ah ja, Bro. Heißt der eine Typ wirklich Ferrero? Also bei mir leckt's bis jetzt nicht. Bei mir auch nicht. Also ich spiele auch gerade gut, also leck, aber nicht so stark vorhin. Das ist natürlich ja, ich bin, aber will ich in der zweiten Hälfte wird es ja mal schlimmer. Deswegen hast du auch nur die Tore gemacht, weil es einfach so schlimm geleckt hat. Klasse Pass. Boateng holt sich den Ball. Wenn da nicht so ein weißes Männchen stehen würde, ne? Da steht einfach so ein Michelin-Mann und klaut den Ball. Einfach so ein Michelin-Mann. Vorteil und faul. Das gibt einen Freistoß. Ja, ist mir bewusst. Ist mir bewusst, war mir klar. Ist mir klar, wenn ich kann freuen, dass ich die Rot bekommen habe. Mir klar. Ja. Ich kenne den Spieler nicht mal, also egal, dass er eine gelbe Karte kassiert hat. Ich kenne ihn eh nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Okay, drehen halt nicht. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Könnte. Alter, so easy. Nein. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich sehe da gar nicht. Achso, du meinst, dass du jetzt ein paar in die Fresse bekommst, weil du ein Tor gemacht hast. Die Münchner führen nach diesem Tor. Ja. Fuck, es hat geleckt. Hat geleckt. Okay, es hat geleckt. Es hat geleckt. Jetzt. Es leckt. So, jetzt gehe ich nicht mit. Ja, siehst du? Muss doch herkommen, dann leckt's nicht. Dann kannst du deine Schulden mal einlösen. Ja, ja. Ich denk da immer dran. Sagt dir das. Er lässt die Karte noch mal stecken. Ah, das heißt also Freistoß. Also wenn ich so mache, dann gibt's einfach Freistoß. Okay. Ich mache auch immer so dann jetzt. Dann gibt's einfach Freistoß. Ja, ja. Darf ich auch mit dem Gelben da spielen, der mitten auf dem Platz läuft? Oder wer ist der? Nee, der spielt nicht mit, ne? Das ist der komische Typ, der dir gerade einen Freistoß gegeben hat. Meinst du den roten? Nein, den gelben da auf dem Platz. Den im gelben T-Shirt. Ich meine den im gelben T-Shirt. Als ob der jetzt nicht reinging, Junge. Der war auch wirklich ein Millimeter vor der Torlinie, ne? Savage. Das muss jetzt auch einfach sein, also wirklich. Der Ball von ihm, das war ja wirklich nur, ne?
Ich war ja wirklich nur dein Luck, dass der nicht reingeht. Der war ja wirklich ein Millimeter vor der Torlinie. Den ersten hat er ja schon abgewehrt. Ja, aber eben nicht festhalten können. Gehört, er hat das antizipiert, der Reus. Der hat das antizipiert. Das habe ich ganz genau, das merke ich mir jetzt. Na, wenigstens hat hier ein Deutscher getroffen und nicht ein Pole, ne? Wie bei dir. Thiago jetzt. Ups. Da verlieren sie den Ball. Den Ball haben und nicht den Spieler. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Nein, wird es nicht, weil es leckt und er auf einmal vor mir steht. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Da genießt das sogar, dass ich jetzt gewinnen werde. Jetzt Witzel. Los, Witzel. Marco Reus auf dem Flügel. Oh, Marco Reus bin ich. Witzel. Toller Zweiger. Dass das kein Foul ist, ich verstehe das nicht. Weißt du, was ich auch dumm finde? Bei der Champions League, da steht ja einfach als Sponsor an der Seite, steht ja einfach als Sponsor an der Seite PlayStation, ne? Mhm. Aber so eine geheime Werbung fürs PlayStation auf dem Xbox Game, ne? Könnte die Führung werden. Das wird gefährlich. Nee. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Warum? Du standest mir genauso im Weg. Ja. Weil ich dich umgeschubst habe. Wir haben uns doch gegenseitig bekämpft, nur weil ich dich umgeschubst habe. Ey. Alter, dieser Ball, aber die ist vorbei auch, er wird, ist ja wirklich nur reingerollt, Junge. Den Tanz finde ich auch cool. Ja. Der ist jetzt so dumm. Ich drücke halt immer auf Zufallsjubel, ich finde immer witzige Dinge. Ich weiß nicht, wie der heißt, aber ich finde ihn immer noch witzig. So eine Scheiße, aber auch die Bayern spielen hinten. Ja. Du bist hinten, hat er gerade gesagt. Dann gebe ich dir auch bei hinten den Ball. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch. Mit dem Ball hat er gar keinen. Hier. Wollte mal ein paar Sekunden verstreichen lassen. Wollte mal gucken, was passiert. Marco Reus. Gehört? Reus ist am Ball. Was macht er draus? Geht dazwischen und hat den Ball. Lewandowski. Kimmich. Gnabry. Marco Reus ist also in Wirklichkeit Trainer. Er hat gerade gesagt, wie er immer seine Spieler einsetzt. Ja, das macht eigentlich der Trainer und nicht der Teamkapitän. Hat was damit zu tun, dass er Kapitän ist? Keine Ahnung, das hat der Kommentator gerade bei mir gesagt. Das hat wirklich was damit zu tun. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Natürlich, irgendwie koordiniert er die auf dem Feld untereinander, aber eigentlich der Hauptperson ist ja immer auch der Trainer, ne? Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Genau, manchmal komische Kommentare. Das ist einfach so, wenn sie nicht wissen, was sie sagen sollen, dann kommt sowas, ne? Guter Einsatz von Boateng. Schwaches Zuspiel. Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Kann er was draus machen? Gut durchgesetzt. Gefährlich. Ach, da steht ein Spiel. Das ist gefährlich. Es gibt Freistoß. Was ist nun los? Da stand ein Stall, war ein Spieler von Juventus andauernd gegengelaufen. Ja, ich weiß, mein Spieler lag am Boden. Deswegen kam ich da nicht weiter. Oh, du hast gelb kassiert. Das ist los. Ja, was ist das? Weil du ihn so umgehauen hast, genauso wie ich dich umgehauen habe. Ach so. Deswegen lag er da auch noch. Weil du ihn so hinten weggegrätscht hast. Dann wechseln wir doch mal. Ich glaube, ich kriege auch Glinde und Freistoß. Ja. Sah nämlich so aus. Ja. Kriege ich auch. Mit dem gelben T-Shirt, den meinte ich eben da. Der mit seinen gelben Socken da. Ja, Davies hat eine gelbe Karte bekommen. Kurz gespielt. Und jetzt die Chance. Das ist jetzt so dumm. Davies gegen Coman gewechselt. Knappe Führung zur Pause. Ach, genau danach wird abgepfiffen, ne? What the fuck?
Drei Versuche, ein Tor, immerhin, ne? Oh. Lecko, zweite Halbzeit. Spiel fortsetzen. Mit dem Rückstand von Bayern München gehen wir jetzt wieder rein ins Spiel. Der zweite Spielabschnitt. Man ist Bayern nicht hin. Weg ist der Ball. Ich muss jetzt mal wieder dran denken, dass ich jetzt auf die andere Seite spielen muss, ne? Mhm. Lewandowski. Guter Vorstoß. Kann noch schon wieder der Pole. Kein gutes Timing, deshalb ist er ins Abseits gelaufen. Abseits. So dumm, Digga. Hummels am Ball. Nein, abseits, nicht dumm. Aber das kriege ich auch andauernd in meiner Karriere. Da bin ich auch andauernd am Abseits. Deswegen passe ich schon so ein bisschen auf beim nach vorne laufen. Dass die Gegenspieler, da ich immer in der Nähe der Gegenspieler dabei bin. Weil da ist es ja ein bisschen einfacher, als gegen dich ein Tor zu schießen, ne? Auf leicht sind die ja richtig wack. Da schießt sogar meine Computerspiele andauernd teure. Weil ich ja nur mit mir spiele. Thiago. Kannst ja mal gegen Leon spielen. Hab ich schon. Ja, da ist Lewandowski. Hab ich tatsächlich schon. Hast du das nicht gesehen? Hab schon gegen ihn FIFA gespielt. Also das habe ich schon längst gemacht. Also das ist auch schon länger her. Aber ich habe schon mal gegen ihn FIFA gespielt. Die Troll-Liga oder wie? Nein, das war, wo ich Hansa Rostock Bundesliga gespielt habe. Aber es gibt auch das Format, wo wir auch uns gegeneinander battlen, die ganze Zeit FIFA battle. Und ich weiß gar nicht, Anfang des Jahres war es, glaube ich, da habe ich auch mal gegen den FIFA gespielt. Das war's, Kameramikrofon. Oder? Hm? Oh ne, ist da hinten gegen. Ich glaube, das war das Kameramikro, was da steht. Oh. Darf ich schon wieder einen Freistoß machen oder was? Nee, warum holte ich da den Ball? Abstoß? Ja. Sieht aber so richtig komisch aus, wie er extra so zähnig vor dahin läuft. Warte, wo war das? Ich versuche gerade das Video im Discord zu finden, dann schicke ich dir das gleich mal. Und nebenbei muss ich noch spielen. Witzel. Wie die Schrift auch gelb ist, wenn du so einen gelb geflankten Spieler hast, ne? Witzel. Also für Frank Buschmann oder Wolf Fuß, ich weiß nicht, wer von beiden welchen ist, gehört Reus auf jeden Fall zu den besten Spielern offensiv. Hat er gerade gesagt. Lewandowski. Glück im Leipziger im 1 gegen 1. Kann ich ja erstmal weiter suchen. Ballweise reagiert. Kampf gegen Wöllner. Nee, das war erst August. Alter, ich bin erst im August, das war viel früher. Viel Druck da hinten. Sie müssen auch ich habe ja monatelang nicht mit ihm spielen können aufgrund vom Corona. Ja. Goretzka. Lewandowski. Scheiß Corona, Alter. Ja, passt auf. Oh, viel Platz jetzt. Unwiderstehlich, wie er hier mit dem Ball am Fuß losläuft. Oh. Was war das denn? Es gibt Freistoß und nein, kein Freistoß von da. Eigentlich doch, genau Freistoß von da. Freistoß hast du selbst zu verdingsen. Oder wie kann ich überhaupt, kann ich jetzt überhaupt? Also, okay. Oh, es war knapp. Ja, ich kann auch noch keinen Freistoß. Ich habe noch nie richtig Freistoß gemacht. Ja, weil du die Trainingsoption dafür erst absolvieren musst. Ja. Die habe ich halt schon alle durch im Skill. Spiele. Gute Aktion. Ja, kann sein. Ich habe das aber nie gemacht. Ich habe auch nie Situationen, wo ich Freistoß brauche. Wegen den Elfmeter gestern. Oh, warum hat Erling Braut Haaland bitte jetzt eine gelbe Karte bekommen? Das habe ich gemacht. Manchmal kriege ich einfach gelbe Karten und weiß gar nicht warum. Vor allem der Name einfach schon. Ne? Erling Braut Haaland. Also ich weiß, der Typ heißt Haaland, den ich vorne im Sturm habe, aber ich habe noch nie seinen ganzen Namen gehört. Ne? Erling Braut Haaland. Ja, der heißt halt wirklich so. Das wusste ich nicht. Ich kenne ihn halt wirklich nur... Oh,
Habt ihr ihn wirklich nur bei Trimax in FIFA Openings öfters gesehen und weiß deswegen, dass er beim BVB spielt? Hab halt gesehen vorhin, dass er vorne mein Frontstürmer ist, aber ich wusste noch nicht, dass er etwas für einen Vornamen hat. Das ist mir neu. Stark gemacht, das könnte was werden. Er holt sich den Ball. Emre Can. Vielleicht kannst du mir jetzt sagen, ob Cristiano Ronaldo wirklich sein richtiger Name ist von Cristiano Ronaldo. Ja, es ist ein richtiger Name. Kurzer Blick zur Uhr. Nicht ganz. Viertelstündchen haben wir noch. Wieso? Es ist nur ein Teil seines Namens. Er hat noch ein paar mehr Namen. Er ist einfach nur aus seinem Namen rausgegriffen. Zwei Vornamen. Die Chance auf den Konter. Also er hat noch ein paar mehr Namen. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Hast gehört, wenn du auf was erreichen willst, muss Tempo her. Hat er bei mir gerade gesagt. Er ist frei, der kann was. Warum? Ich hab doch nach oben gezielt. Eigentlich kennen wir die Münchner doch als. Oder wollen wir mal ein paar Minecraft-Maps spielen? Nee, aber. Ich sehe hier gerade, ja, irgendjemand. Ja, nicht jetzt, ich meine ja generell. Ja, mal gucken. Jetzt ein bisschen tiefer gegen mich spielen. Ist bei Razer nach 2 Monaten ohne Minecraft Bedrock schlecht geworden. Ist der schlecht geworden oder nicht? Ja, ich bin schlechter geworden. Ja, ja, das war ein Videotitel, ne? Ist bei Razer schlecht in FIFA, kann ich die Folge aufnehmen. Ach, jetzt hast du mal Bock geschossen. Ah, hast du dir verdient. Hast du dir verdient. Sonst hätte ich ja schon die Season hier gewonnen, ne? Weil wir brauchen, ich brauche nur einer von uns gewinnen, dieses Battle, dann haben wir die Season gewonnen. Wer hat denn die Season gewonnen? Enges Match und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt nicht an. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Goretzka. Robert Lewandowski. Erling Brauthaar. Müller. Ja, Link Braut Haaland. Ich möchte bitte, dass der Kommentator ihn auch so anspricht, wenn ich mit ihm ein Tor schieße. Okay? Das wäre cool. Er schreit, Erling Braut Haaland! Das ist einfach nur zu wild. Nein, 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 nein. Doch. Ich brauch den Sieg. Ich brauch den Sieg. Mist. Denkst du, ich nicht? Scheitert er doch am Tor. Den gönne ich dir aber nicht. Ich gönne den nur mir. Deswegen gib doch einfach. Mal, ich gebe dir sogar Vorteil. Jetzt gib Sieg. Ich gebe dir Vorteil. Gib Sieg. Nein, warum spiele ich auch? Ich hätte es schon schießen können. Junge, spiel doch jetzt, bevor das Game vorbei ist. Ja, das erwarte ich, dass das Game vorbei ist. Vorbei, 3 Minuten Nachspielzeit. Guck mal, 3 Minuten habe ich noch. Das fühlt sich gerade so an, wie als ich Deutschland-Schweiz geguckt habe, ne? Ich habe so gehofft, dass Deutschland noch ein Tor macht und einen Sieg bekommt, ne? Borussia Dortmund lässt nicht locker. Vielleicht die letzte Chance jetzt, das Spiel doch noch zu entscheiden. Sieht gut aus, Lewandowski. Jetzt ist er durch. Nö. Das war nichts. Und alle dürfen sich bei ihm bedanken. Das war eine unglaubliche. Du doch nicht. Ich hab mit meinem. Erkenne ich nicht an. Komm, abseits. Komm. Ihr sagt doch einfach, dass es abseits war. Es war einfach abseits, das erkenne ich nicht an. Jetzt geh erstmal im BVB-Fanshop einkaufen, bitte. In meinem Hintergrund steht BVB-Fanshop.com. Komm, jetzt lass mich auch noch ein Tor machen. Ach, komm, Schiri. Dein Maul. Den Chiri mag ich nicht, mit dem will ich nie wieder spielen. Ich lief jedes Mal, wenn ich seinen Namen sehe. Ey Bruder, ich hab 2 so easy Tore geschossen. Wie kann man den nicht halten? Ich weiß es denn nicht, vielleicht liegt es an Erling Braut Haaland. Der lacht. Oh oh, diese Quins. Oh. Serie fortsetzen? Nein. Okay.